Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Liberation. Wir sind hier mit der Sklavelina bei dem Detektivzeug. Keinen offenen Konflikt mit den Waffen eingehen. Okay. Das Lager des Mörders finden. Ich habe schon ganz vergessen, worum es überhaupt geht. Ich mag das nicht, wenn das einfach grundlos schwarz wird. Okay, wir machen es neu. Bis gleich. Merci. Kein Problem, mein Freund. Interagieren. Befragt den zweiten Zeugen und stellt sicher, dass er noch niemandem erzählen konnte, was er sah. Räumt hinter euch auf. Ich hinterlege weitere Anweisungen am üblichen Ort. Einfach die beiden mit einem Giftpfeil getötet. Ich dachte nämlich eigentlich, dass ich... Erstmal gucken, wo wir jetzt was machen müssen. Da. Eigentlich dachte ich, dass wir nur keinen Krieg machen, also keinen offenen Konflikt haben sollen, bis wir ankommen. Deshalb dachte ich, ich springe einfach mal rein. Aber das war für die ganze Mission, wie es eigentlich immer ist. Ich weiß nicht, wieso ich das gedacht habe. Ich dachte, okay, die stehen da sowieso so blöd. Das ist doch egal, ob hier es auffällt oder nicht. Aber das war anscheinend nicht egal. Hast du Bäume Kletterei? Finde ich übrigens ganz cool. Ich hätte zwar lieber trotzdem so normale, also die Teil, also aus Assassin's Creed 1 bis Revelations, weil halt mehr so Städteklettern, ist halt mir besser gefallen. Ist in Unity auch zum Glück wieder ein bisschen mehr. Ja, machen wir mal. Nach Spuren suchen, okay, hier sehe ich gerade nichts. Vielleicht hier am Fluss auch nicht. Da ist nichts. Okay. Ach, kann auch das natürlich sein, dass sie hier auf der Seite sind. Oder dass ich sie einfach gerade komplett übersehe. Aber eigentlich sind die ja immer recht hell orange. Kann natürlich irgendwo oben sein, ne? Alles möglich. Aber hier sehe ich ehrlich gesagt gerade echt wenig. Wir können mal hier hochgucken. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht so gut hoch, ne? Habe ich hier was übersehen? Das sieht ja. Also, das sieht ja irgendwie so aus, als würde es dazugehören. Das hier ist für was ein Ziel. Achso, okay. Wahrscheinlich hat es hier irgendwas anvisiert. Was gar nicht hier ist. Hier hoch könnte ich nochmal versuchen, ob da irgendwas liegt. Okay, das ist nicht das ganz das. Das ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Wollte ich da hoch? Kann ich da überhaupt hoch? Nee, schade. Aber wir wollen in die andere Richtung. Kannst du dich umdrehen? Danke. Ha, das dauert länger als erwartet. Okay, das ist schon mal hier nicht mehr drin. Da, Gott, Alter, wie kann ich sowas sehen? Da muss ich sagen, die sind eigentlich schon ganz schön gut versteckt. Unsere Geschäfte hier sind beendet und wir müssen weiter, denn... Es gilt noch andere Aufträge zu nehmen. Wir treffen uns heute Abend westlich des Forts. Okay. Den Schuldigen töten. Okay. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich einfach oben lang gegangen wäre, aber naja. 100% Anzeige gab es, glaube ich, nicht. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem sein, wenn ich da einfach reinlaufe. Ich will aber trotzdem mit den Klingen vorgehen. Nicht, dass ich wieder wie Fahndungslevel bekomme. Ne, Fahndungslevel ist ja nicht so schlimm hier. Warum auch immer es schwarz wird.
Vielleicht muss das da gerade gespawnt werden oder so. Ja, Schnauze, komisches Mystery. Ja, Wichtigeres zu tun. Das ist sie. Okay. Darf ich. Das geht auch nicht. Ah. Warte. Falsch. Ja, ich weiß. Gott, ey. Ja, da war das Problem. Wo sind wir denn hier schon wieder? Ach Gott, was ist hier? Ah, die werden noch nicht markiert. Oh Gott, das ist ein Kotzen. Ja, da war das Problem, dass ich gegen den halt kampftechnisch nichts machen durfte. Verpiss dich, du dummes Mistvieh. Gehst du jetzt unter Wasser mit oder was? Ja, war auf jeden Fall blöd. Das Lager finden und zerstören. Na gut. Es ist nicht so schwer. Wo ich das Tomahawk nehmen? Standorte versteckter Schätze. Okay, und hab ich die Karte auch? Irgendwie Inventar? Gucken wir mal. Gegenstände. Das haben wir voll, das haben wir voll, das haben wir voll, das haben wir voll, das noch nicht. Das kommt noch eine Mission zu. Das haben wir voll. Gut, die Uhren kann ich noch kaufen. Die komplett nützlich sind. Ach, das können wir noch lesen. Ja, danke, nein. Warte. Nee, ja. Was soll das? Ich würde einfach sagen, ich mache mal kurz die Karte auf und dann gucken wir mal. Bis gleich. Ja gut. Also ich habe jetzt geguckt. Ich bin immer noch auf der IGN-Seite, habe ich gleich schon mal erwähnt. Ich habe keine Karte dazu gefunden, nur die groben Beschreibungen, wo die halt sind. Also das hier ist so das Letzte, was halt noch abseits ist. Die anderen sind halt in der Nähe von Saint-Danger. Ja, und das weiß ich nicht. Gibt dann wohl am Ende davon nochmal einen Schatz, Mokondals Schatz oder so. Aber gut. Schon dort zu verdeckte Schätze entdeckt. Die Karte wurde aktualisiert. Welche Karte? Ich habe keine Karte, auf der was ist. Also das finde ich echt blöd von dem Spiel. Warum sagt es mir, hey, du hast eine Karte dazu und dann so, na, fick dich. Ich würde sagen, wir reisen dann mal wieder als Assassinen weiter. Dann haben wir nämlich unsere ganzen Waffen. Wo ist hier der Steckbrief? Da nehmen wir auch ab. So. So, das nächste wäre South of Saint-Danger, Northeast of Saint-Danger, North of Saint-Danger, by the location. Ich habe keine Ahnung, welche Sequenz 2 Memory 6. Ich habe keine Ahnung, was das war. Könnte Baptiste gewesen sein. Wäre nämlich echt zum Kotzen, wenn wir da wieder hinfahren müssten. Way of the Fort, das haben wir gerade geholt. Also, das war das, was wir vorgeholt haben. Jetzt haben wir gerade geholt S of Elite Smuggler Cam. Und die ersten drei waren in der ersten Mission von Rousseau. Oder Rossillon. Ich habe keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Okay, das heißt, uns fehlen jetzt noch 4 Kisten und die sind alle rund um Saint-Danger versteckt. Ist in Ordnung für mich.
machen wir jetzt noch. Und ich habe ja mal erwähnt, dass wir danach mit den Sammelwerken fertig werden. Da habe ich mich natürlich geirrt. Uns fehlt ja erst noch der Maya-Schatz, der letzte. Und es fehlen uns auch noch, also Sammelgegenstände, ja, aber die Mission. Also hier ist auch ein Weinsäu. Das habe ich, glaube ich, gleich vorlesen. On one island between the fortress and the... Und ja, was ich sagen wollte, Sammelobjekte nein, aber die Mission für den Kapitän. Wir haben ja gerade den ersten, sein Schiff wieder zurückbesorgen. Oder ich weiß nicht, ob es vorher irgendwie anders anfängt. Ob die anderen dazu auch zählen. Aber auf jeden Fall fehlen die uns dann auch noch. Also dann hätten wir erst wirklich 100%. Wenn wir die auch noch machen. Aber die haben wir gerade noch nicht freigeschaltet. Die kommen dann wahrscheinlich in späteren Sequenzen erst dazu. Aber Assassinen-Jobs haben wir fertig. Wir haben Sklavenbefreiung fertig. Wir haben die Detektivarbeit fertig. Und wir haben auch noch den Plot, so heißt die Mission von der Dame, fertig. Ja, wo ist denn das hier? Soll ich das nicht langsam sehen? Okay, da vorne. Ja klar, hier komme ich nicht durch. Gut. Aber egal. Gehen wir dann vorbei. Ist ja auch kein großes Ding. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass sie schon da sind und man sich die Locations merken kann. Aber wenn das so ist, habe ich es natürlich nicht gemacht, weil sowas merke ich mir nicht, wo random irgendwelche Zelte im Wald stehen. Oh, hier müsste ich hochkommen. Warte mal, Peitsche möchte ich gern haben, weil die eigentlich ganz cool ist. Au. Okay, der mag das auch nicht so gerne. Ach Gott, ey. Immer wenn ich gerade meine Kill-Mission mache, dann passiert irgendein Mist. Ich darf ja nichts machen bei dem, ansonsten haut er mir... Ach meine Fresse, ey. Okay, ich kann ihn wegschmeißen. Das geht. Ich hasse es, dass die ganze Zeit am Schießen. Warum bist du eigentlich im Wasser, Junge? Gott. Ja, verpiss dich. Penner. Kiste plündern. Ja, machen wir. Da riech ich Bock drauf. Komm, heil schneller, Aveline. Okay, one of the things dann südlich. Tipp mal, dass es dann irgendwo hier sein wird. Aber ich habe natürlich keine Ahnung. Die Seite ist doch tatsächlich gar nicht so gut gepflegt. Ich bin jetzt nicht so oft auf IGN. Meistens bin ich irgendwelche anderen Seiten, aber die haben es halt eigentlich das, was ich haben wollte, ganz gut aufgelöst und war auch schön markiert. Aber so ein paar Mission-Dinger haben die gar nicht beschrieben. Da fehlt die Seite komplett. Aber ich will mich nicht beschweren. Also, worüber ich mich beschweren will, ist die Cookies da. Weil klar, die brauchen Cookie, um das zu speichern. Und den könnten die auch als necessary machen, aber die wollen das halt nicht, weil die wollen halt, dass ich allen Cookies zustimme, was ich aber nie möchte. Und dann fragen die mal wieder, hey, darf ich bei dir sprechen? Sag ich mal, nein, darfst du nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen zum Kotzen. Nee, eigentlich will ich nicht kämpfen. So, das war auf jeden Fall schnell. Das ist gut. Kiste plündern, kriegen wir hin. Wenn ich sie finde, da. Dann brauchen wir noch den Norden. Ich hab keine Ahnung. Wir gehen einfach mal nach Norden. Ich weiß halt wirklich nicht, was Sequenz 2 Erinnerung 6 ist. Es könnte Baptiste sein. Das würde auf jeden Fall viel Sinn machen. Der Magistrat bestechen wir mal kurz. Geld schmelzt. Das wird euch etwas kosten. Ja, wird mich was kosten. Heul nicht rum. Also ich heul rum, weil es doch teuer ist. Also 500 war jetzt eigentlich recht entspannt. Ich hätte mit mehr gerechnet. Okay, Norden und Nordosten. Ich tippe mal, dass Nordosten näher dran sein wird.
Das Kanu steht sogar richtig rum. Nice. Jati muss hier schon wieder komisch ausparken. Ich und mein Kanu. Das dürfte im Nordosten sein, hier rechts. Und ich denke, das letzte ist dann bei Baptiste Camp. Und den Secret Stash am Ende, den kriegen wir wohl auch erst, wenn wir die Schiffsmissionen gemacht haben, alle. Aber da war sich der Ersteller auch nicht so sicher. Jetzt hoffe ich, mich zu schlagen? Danke. Penner. So, Kiste Plünder kriegen wir hin. Und dann. Vor allem, die bringen nur 250, das ist halt nichts. Aber ich habe mein Kanu nicht so hingestellt. Kann man etwa in beide Richtungen? Also je nachdem, wie man einsteigt, ist es dann anders? Ich meine, klar, man könnte einfach das Paddel nehmen und sich das andersrum steuern. Weil gefühlt ist das ja in beide Richtungen gleich. Aber ich dachte, das geht im Spiel nicht. Ich glaube, hier kann ich nicht durch, wegen dem dicken Baum. So langsam müsste ich es doch schon sehen, oder? Okay, ja, es ist wirklich da oben. Was zum Kotzen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier den Fieberkrank schon verprügelt habe. Oder war ich hier schon? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin hier einmal lang gefahren mit dem Kanu. Doch, ich glaube, ich bin hier lang gefahren. Komm hier durch. Oh, Tide Foot, aber geht. Na gut, hier ist so ein bisschen viel. Beim ersten Blockchair-Spiel möchte das nicht. Bei dem. Der haut mir aber direkt auf die Fresse und wird mir nicht angezeigt. So, Penner. Kiste plündern. Nice. Können wir noch looten eigentlich, ne? Wird uns der Ort markiert? Nein, das sieht nicht so aus. Aber wie habe ich das Bayou erkundet? Hier sieht man auch, dass ich hier einmal komplett rumgefahren bin mit dem Kanu. Weil hier ist perfekt so eine Spur durchgezogen. Also ich glaube, ich habe es einfach hier abgestellt. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Dann gehen wir einfach mal zurück. Beziehungsweise eigentlich müssen wir nicht zurück. Oh, ich habe eine Robben bekommen, das ist cool. Zurücklaufen lohnt sich eigentlich nicht. Ich würde einfach sagen, ich beende hier den Part, dann ist er ein bisschen kürzer. Und wir sehen uns dann wieder, entweder bei Macondoyle's Secret Stash, wenn ich den noch schon, wenn ich den schon irgendwie finden kann. Ich gucke einfach online, wo der ist, weil... Das also ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, durch dieses Bayou zu fahren, um den Scheiß einzusammeln. Warum macht man sowas? Das ist doch klasse, dass ich online gucke. Ja, auf jeden Fall, ich werde dann gucken, wo der ist. Und dann sehen wir uns entweder bei Agathe wieder oder bei... dem Schatz von Macondoyle oder Baptiste, wer auch immer das jetzt ist. Also Baptiste hat sich ja mal Macondoyle genannt. Egal. Ich würde sagen, ich hoffe, es euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.